Der Thomas Wiesa produziert über 20 Gemüsesorten. Die Kosten beim Produzenten aus Galmitz nehmen alle Ecken und Enden zu. Die Jungpflanzenpreise werden zwischen 4-5% teurer werden. Die Dünger sind seit letztem Herbst um das Doppelte, was man vorher erkannt hat, vor einem Jahr. Ähnlich ist es mit dem Gas. Die Gaspreise haben sich verdoppelt. Der Dieselpreis ist ca. 30% teurer. Wir werden die Kosten müssen probieren abzuwälzen auf unsere Abnehmer, auf unsere Kunden. So leid uns das tut, aber wir können die nicht vollumfänglich selber tragen. Sonst sind unsere Unternehmen, die dann darunter leiden und keinen Verdienst mehr haben. Die Kosten machen bei der Verpackung nicht halt. Auch die werden teurer. Das stellt der stellvertretende Direktor von Seeland Bio fest. Die Herausforderung wird jetzt sein, mit unseren Abnehmern, mit unseren Partnern einen Weg zu finden, inwiefern dass wir das auf die Preise abwälzen können. Und inwiefern der Konsument das irgendwo bereit ist, auch zu zahlen. Das werden wir nicht zu 100% abwälzen können. Die Zunahme der Kosten macht nicht beim Gemüse halt. Beim Juno sind die Preise zwar zum Glück recht stabil, weil er Tiere vom lokalen Bauer schlachtet. Der Preis vom Schweizer Fleisch ist nicht gestiegen, im Gegensatz zum ausländischen. Der Metzger aus Gorgemont stellt zum Beispiel Abweichungen bei der Zubereitung der Würste fest. Die Därme, die aus dem Ausland kommen, sind auch ziemlich teurer geworden. Und für alle unsere Hauswürste, die wir machen, brauchen wir die Därme. Wir haben die Preise wegen dem nicht aufgeschlagen, aber wir hoffen, die Teuerung wird nicht so bleiben. Im Moment ist es schwierig zu sagen, wie stark der Konsument betroffen wird. Die Preise werden in diesem Jahr aber wahrscheinlich steigen, sei das in den Läden oder in den Restaurants.